Yo, PayPal, Ladies and Gentlemen, ich wurde gefragt, was so meine Best Performers waren und sind im letzten Jahr und oder sagen wir mal in den letzten 1 bis 2 Jahren. Und ich möchte mal ganz kurz hier nur eine einzige Aktie mal heute rauspicken. Und die steht bei mir jetzt in, sozusagen in meinem YouTube-Portfolio auf 146. 146,13% im Plus. Also letztendlich, ich blende es auch da nochmal ganz kurz ein. Dann, ja, das ist die PayPal und die PayPal-Aktie, die hat es jetzt letztendlich nochmal nach oben getrieben. Nichtsdestotrotz der Geschichten, oder gerade wegen der Geschichten, weil sie sich eben vor einem Jahr ungefähr hat sich ja PayPal geöffnet für Bitcoin. Ne? Also man kann ja letztendlich jetzt über Bitcoin auch über PayPal auch mit Bitcoin bezahlen. Wie gesagt, ich bin kein Bitcoin- und Kryptowährungsexperte, aber auch nicht vor, einer zu werden. Aber was definitiv sicher ist, dass dies natürlich PayPal nochmal einen Schub nach vorne gegeben hat, wobei das, was sozusagen im Gegensatz dazu zum Beispiel der Facebook, also es ist letztendlich da, es geht um den Wettbewerb der digitalen Bezahlung, ja. Denn das Bargeld wird ja sozusagen irgendwann mal ersetzt werden, daran besteht kein Zweifel. Und es geht halt darum, jetzt letztendlich den Bitcoin-Gedanken oder die Art und Weise, wie man mit Bitcoin eben bezahlt, schnell, einfach und so weiter, eben zu standardisieren. Ja, und da sind ja schon einige wirklich ganz massiv dran am Arbeiten. Und unter anderen Regierungen, die EU und so weiter, und natürlich auch die Tech-Konzerne, sprich Google, Amazon, Facebook. Und Facebook hat ja gerade wieder ein paar andere Probleme. Und PayPal, wo halt Facebook sozusagen jetzt gerade wieder ein bisschen Probleme hat, hat halt eben PayPal den Auftrieb bekommen, den zusätzlichen. Also letztendlich allein in den letzten paar Tagen nochmal gut gestiegen, hier ein paar Prozent, ja, 10, 20% auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine Aktie, die ich auch weiter im Sparplan habe. Ja, also ich habe jetzt auch nochmal ein neues Trade Republic-Konto eröffnet. Und dort nochmal einen zusätzlichen Sparplan eröffnet. Was war das jetzt? Irgendwie so ein paar Euro halt im Monat, langfristig. Also PayPal ist für mich definitiv jetzt kürzlich in langfristigen Investments bei mir. Also nicht mittelfristig, also auf 3 Jahre oder sowas. Auch nicht kurzfristig oder sowas, sondern langfristig. Und ich habe also Konten, wo ich Sparpläne habe, wo ich auch sozusagen das ganze Jahr eigentlich gar nicht mich einlogge. Und wo mir auch völlig wurscht ist, was da passiert. Ne? Da logge ich mich wirklich. Also ich habe mein längster Sparplan ist, glaube ich, von irgendwo 2004 oder sowas. Ja? Und da habe ich mich teilweise über Jahre nicht eingeloggt. Ja? Das ist für mich langfristig. Und das sind ganz wenige Aktien, die da dazu gehören. In der Regel sind es Fonds immer gewesen. Ich mache aktuell also jetzt kaum noch Fonds. Ich mache nicht mal mehr ETFs. Wirklich. Einige 3, 4 ETFs maximal habe ich. Und weil ich immer sage, okay, es sind jetzt aktuell in einigen Branchen Aktien so mächtig geworden, dass es eigentlich egal ist, ob das ein ETF die Gebühren noch beim ETF zahlst, du gleich die Aktie ansparst, ja. Ja, ist halt einfach so. The winner takes it all und es gibt für einige Bereiche nur noch ein paar Firmen jeweils. Also kannst du gleich die Firma besparen. Ja, brauchst du kein ETF machen. Ja. Aber dann gibt es wieder andere Sachen, wie halt zum Beispiel China oder IT-Security, wenn du dich nicht so auskennst. Gut, dann gibt es da eben iShares. Ja, die würde ich dann dir empfehlen, ja, weil es ist nicht alle IT-Security-Aktien sind nicht unbedingt jetzt so gut. Da muss man sich schon ein bisschen besser auskennen. Also, zurück zum Thema PayPal. Ich habe jetzt halt sozusagen auch nochmal zusätzlich zu meinen Sparplänen dort nochmal letzte Woche 3.700 Euro nochmal, weil ich einfach ein bisschen Geld übrig hatte, nochmal nachgekauft.
Und ich glaube, am selben Tag oder am Tag danach, am Freitag, sind sie nochmal fast 5% draufgegangen. Also, es war ja gestern erst. Gestern war Freitag, heute ist Samstag, ja. Also, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, dieses Video ist der 13. Februar, Samstag, genau. Und ich sehe die, also sozusagen als einer der Zukunftsaktien. Ich hatte ja schon seit Ewigkeiten Visa, ja, und von der Visa-Karte, Visa-Aktie bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht und hat vielleicht auch mit Dingen zu tun, wie dass halt einfach jetzt andere Player noch mit in den Markt reinkommen, wenn was den Zahlungsverkehr betrifft. Ne? Aber nichtsdestotrotz hat sich ja Visa auch super erholt. Mal kurz Visa schauen. Hier bei der DIP, eben bei der Krise da im März auf 150 Euro oder sowas, 130 im Low. Und sind wir wieder zurück auf den alten Stand von 200. Aber ist halt nicht dieser Highflyer. Ne? Also es ist schon ein krasser Unterschied. Man kann hier bei diesem Ding das auch vergleichen. Benchmarken hier, genau. Wie geht denn das jetzt hier? Okay, no benchmark selected. Ah ja, hier oben. Add a Benchmark. Okay, alles klar. PayPal. Schon ganz lustig, dieses Tool. Na komm. PayPal. Was ist denn jetzt los hier? Und wenn man halt die Benchmark hier hat, dann sieht man ganz klar, dass natürlich das rote ist PayPal, Simple Moving Average und ist bei 195 und PayPal ist halt total drüber. Also sagen wir mal, ja, gut, 20% oder sowas. Ne? Outperformt PayPal gerade Visa Card, ja. Und von daher, ja, ich sehe da auch jetzt kein imminentes Ende, deswegen habe ich nochmal eine Sonderzahlung letzte Woche reingelegt, ja. Hätte ich eigentlich vielleicht schon ein bisschen früher machen sollen, so ein paar Wochen früher, aber wie gesagt, mal so auf 10 Jahre, ja, auf 10 Jahressicht ist es vollkommen wurscht, ob ich das jetzt letzte Woche gemacht habe oder die Woche davor. Also das sind so meine Bezahlungs, Dinger. Mastercard habe ich nicht so viel. Ich weiß nicht, weil ich halt. Der eigentliche Grund ist dafür, dass ich halt schon immer Visa-Karten benutzt habe und eigentlich eher selten Mastercarden. Und komischerweise ist einem das halt einfach vertrauter und dann kauft man so auch die Aktien. Ne? Das ist irgendwie logisch. Irgendwie. Ja, das soll es gewesen sein. Für dieses Video. Ich finde die ganze Branche, bin ich hoch, nochmal abschließend zu sagen, hochinteressant, denn die Banken und unser ganzes Geldsystem und Bankensystem ist natürlich, abgesehen davon, dass schon längst überfällig ist, schon seit längerer Zeit, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja? Also ich verweise mal auf Dr. Krall und so weiter. Ich meine, der sagt ja auch viele Dinge, die wahr sind einfach. Ist halt, weißt, also ich kriege da immer wieder Anrufe, zum Beispiel, also Kundenservice-Anrufe von, ich bin ja bei unterschiedlichen Banken, ja, zum Beispiel bei Commerzbank oder sowas, ja, wie sind Sie mit Ihrer Filiale zufrieden? Da sage ich mal, ja, die hat ja kaum noch geöffnet, die Filiale, ja, also nur noch 4 Stunden am Tag so ungefähr, ja, und das sind ja alles so Indizien, wo du halt weißt, okay, ja, Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken, okay, da wird es noch viel für die ganzen älteren Semester. Leute werden ja immer auch länger, leben immer länger. Das heißt, es wird noch eine Zeit lang sich hinzögern, bis dann sozusagen die Generationen, die es noch so gewöhnt sind, mit ihrem Sparbüchlein halt da persönlich zum Ding hinzugehen. Also bei uns zum Beispiel hier persönlich in München, Dachau, gibt es noch eine ganze Menge von älteren Herrschaften.
Aber wenn die dann irgendwann mal alle nicht mehr sind, sondern sozusagen ihren Ruhestand auf Ewigkeit gefunden haben, dann sind halt die ganzen Neulinge, ja, die ganzen neuen Generationen, Generation XYZ oder wie sie alle heißen. Und die werden ja garantiert nicht mal zur Bank laufen, wenn sie eine Überweisung machen wollen. Oder keine Ahnung, die haben auch bestimmt nicht das Bedürfnis, irgendwelche Bankberater oder Angestellten persönlich sprechen zu müssen. Ja, so wie ich das absolut noch, teilweise noch bei uns an der Sparkasse oder an der Volksbank sehe, dass dann irgendwie so älteres Mütterchen halt dann noch so einen Smalltalk hält mit irgendwie der Bankangestellten oder sowas. Also das wird dann wahrscheinlich aussterben. Und sozusagen, also in dieser ganzen Branche wird sich massiv noch, wird sich krass, krass verändern. Stellen werden abgebaut werden ohne Ende und vielleicht, ja, sagen wir mal, im Verhältnis 1 zu 5 oder so maximal, dann neue entstehen in Firmen, aber wie PayPal und Mastercard und Visa Card und garantiert nicht bei der Commerzbank, ja, also. Oder was es da noch so für Banken gibt. Ja, also High Street, wie sagt man auf Deutsch? Ist auch egal. Okay. Also, das sind so meine Highflyer gewesen da. PayPal, in dieser Branche von Bezahlungen und so. Banken, Aktien habe ich grundsätzlich, ich glaube, noch nie besessen. In meinem ganzen Leben nicht. Und von daher kann ich da auch nicht viel drüber sagen. Ich hab mich da schon immer ferngehalten von. Ich weiß auch nicht warum. Rein aus intuitiv vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich mal für Lehman Brothers vor 20 Jahren gearbeitet habe. Ja, kann sein. Okay, bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und tschüss.